Hallo liebe Huesca-Freunde, mein Name ist Peter von den Huesca Buddies. Herzlich willkommen hier in Dortmund. Und wie ihr im Hintergrund schon seht, habe ich heute wieder was Spezielles für euch. Speziell insofern, weil diese Autos in der Ausführung gibt es nicht so häufig. 1977er Pontiac. Und das Geniale dabei ist, wenn wir uns das von hier vorne anschauen, da steht Pontiac GTO. Das ist tatsächlich ein echter GTO, den wir hier sehen. Das ergibt sich aus der Fahrgestellnummer schon und das Auto ist auch noch komplett im Matching Numbers Zustand. Das heißt, Motor, Getriebe, Karosserie sind genau so, wie sie das Werk verlassen haben. Aber nach so vielen Jahren, wie gesagt, 1967, haben wir das Auto noch mal mit ein bisschen Liebe versehen und haben da wirklich viel Zeit, Arbeit und Geld reingesteckt, um ihn euch jetzt so präsentieren zu können. Erstmal traumhafte Farbkombination. Ein GTO in knallig rot mit schwarzer Innenausstattung ist für mich schon nahezu das Größte. Richtig genial. Aber das Genialste dabei ist tatsächlich, das Auto war in einem guten Zustand, als wir ihn bekommen haben. Wir haben uns dann dabei entschlossen, ihm die Ehre zu erweisen, ihn so hinzustellen, wie ihr ihn jetzt hier seht. Das heißt, die Karosserie war komplett runter vom Rahmen. Ihr seht das auch an den Bildern, im Inserat und auch hier im Video. Wir blenden euch da mal ein bisschen was mit ein. Vom Rahmen runter, die Karosserie, dann ist alles komplett erneuert worden. Der Rahmen ist gereinigt worden, versiegelt worden, neu lackiert worden. Jedes Gummi, jede Schraube ist erneuert worden, sodass auch das Fahrwerk wieder komplett frisch ist und nicht irgendwie ausgenudelt. Und dementsprechend haben wir hier ein Auto im technisch einwandfreien Zustand. Weil das, was für den Unterboden gilt und das Fahrwerk gilt, gilt auch für Motor, Getriebe und auch Bremsanlage. Die ist zum Beispiel auch komplett erneuert worden mit Hauptbremszylinder nachgerüstet, den es vorher nicht gab bei dem Auto. Alle Bremsleitungen, Radbremszylinder, Bremskraftverstärker, all solche Geschichten. Motor neu abgedichtet worden, Motor überprüft worden, MSD-Zündung nachgerüstet. Also es gibt unglaublich viel zu erzählen. Ich will euch damit auch gar nicht wirklich langweilen. Aber ich glaube, das ist erwähnenswert, was hier an Arbeit, Liebe und Geld drinsteckt. Weil wenn man solch ein Auto kauft, für das man ja heute schon richtig viel Geld bezahlen muss. In Amerika gibt es Autos im Zustand 3 bis 4. Die liegen jetzt mittlerweile so bei 45.000, 50.000 Euro. Ich glaube, hier haben wir wirklich ein Auto im Zweierzustand, der wirklich keinerlei Arbeiten erfordert, weil wirklich alles neu gemacht ist. Nachdem das Auto dann wieder komplettiert war, wir es zusammengebaut hatten, haben wir gesagt, meine Güte, er hat so ein paar Imperfections im Lack und das Auto hat es einfach verdient, komplett gut dazustehen. Und wir haben uns dann entschlossen, das Ganze nochmal zu machen, wieder zu zerlegen und das Auto komplett neu zu lackieren. All das haben wir natürlich fotomäßig dokumentiert, sodass das nachvollziehbar ist. Ja, und deswegen haben wir jetzt ein Auto hier stehen, was in einem wirklich tollen Zustand ist, technisch, blechmäßig sowieso. Wir haben ja null Rost, es gibt keine Stelle, an der man irgendwas zu bemäkeln hätte. Sehr, sehr schönes Lackkleid, ganz glatte Struktur im gesamten Auto. Ja, und dann halt in dieser mega Farbkombination. Knallig rot und schwarz geht doch kaum besser. Guckt euch das an. Und auch der Innenraum ist genauso, wie er sein sollte, zum 98% im Originalzustand, 98% deswegen, weil ihr seht, diese Zusatzinstrumente, die sind nicht original, die sind nachgerüstet, aber die sind ganz hilfreich für die Anzeige der aktuellen Betriebsstände, Temperatur, Öldruck und ähnliches. Das ist immer ganz gut, das im Auge zu behalten, obwohl man das eigentlich gar nicht müsste, weil hier alles hervorragend funktioniert. Und wenn wir uns jetzt mal die Technik anschauen, dann sehen wir hier als allererstes mal den wunderschönen 400 Cubic Inch Big Block Motor. 6,6 Liter Hubraum mit 340 PS circa. Und auch hier ist alles technisch überholt worden. Die Zündanlage ist auf elektronische MSD-Zündung umgerüstet. Zündgeschirr, all sowas ist erneuert worden. Die Lichtmaschine ist neu, Kühler ist neu, sämtliche Schläuche, sämtliche Keilriemen sind erneuert worden, Batterie sowieso.
Aber ihr seht auch hier neue Hauptbremszylinder und vor allen Dingen einen Bremskraftverstärker. Den hatte das Auto vorher nicht. Und ein Auto mit der Leistung ohne Bremskraftverstärker war uns ein bisschen haarig. Deswegen haben wir das nachgerüstet. Jetzt bremst das auch und fährt nicht nur gegen den Kanal. Anhören tut sich sowas folgendermaßen. Also es ist echt traumhaft. Schlüsseldreh. Läuft sehr, sehr schön rund. Klingt hervorragend. Und da merkt man den Big Block Motor. 6,6 Liter Hubraum aus 8 Zylindern. So muss das klingen. Und so wie das klingt, fährt das Auto auch. Das heißt, hier hat man wirklich die Situation, beim etwas beherzteren Gasstoß macht man hier wirklich lange schwarze Striche auf der Straße. Muss man nicht tun, braucht man auch nicht tun, aber das Auto hat wirklich enorm viel Kraft aus dem Hubraum heraus, aus der PS-Leistung heraus. Nicht umsonst waren die GTOs damals die führenden Muscle Cars, das schnellste, was man so auf der Straße 1967 kaufen konnte. Ganz klar in einer Range, in einer Liga mit den Dodge Chargern und ähnlichen Autos. Ich finde, das Auto ist aufgrund dessen, dass es halt in diesem perfekten Zustand ist, so selten in Deutschland, eine echte Augenweide. Guckt euch das bitte nochmal von der Seite an. Diese fließenden Linien, das ist diese typische, ich glaube, Coke-Bottle-Form hat man es damals genannt, mit dem Hüftschwung, sehr großes Coupé ohne B-Säule, das heißt jetzt so, wie er hier steht mit den geöffneten Fenstern, wirkt das Auto einfach nur traumhaft schön. Wir haben auf der Motorhaube diese tolle Lufthutze, die das Ganze auch in der optischen Anmutung nochmal so richtig dynamisch macht. Diese spitz zulaufende Front, wie es das nur bei dem 67er GTO gab. Und auch da haben wir einige Sachen noch dem Auto gut getan, indem wir zum Beispiel solche Blinker hier komplett neu gekauft haben, um das Auto auch optisch schick darzustellen. Lass uns nochmal in den Innenraum reinschauen. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, schwarze Innenausstattung im Original mit diesem schönen Holzlenkrad, mit dem Schaltknauf oder mit dem Schalthebel auf der Mittelkonsole, so wie das damals halt bei den sportlichen Fahrzeugen war. Das heißt, wir haben ja auch zwei Einzelsitze und nicht, wie das häufig der Fall war, bei den etwas komfortableren Autos mit der durchgehenden Sitzbank. Das war halt ein Sportwagen, ein Auto, was für den Ampelstart, für die jungen Leute konzipiert worden ist und heute immer noch seinen Reiz hat. Traumhaftes Auto, insbesondere, und da kann ich mich nur wiederholen, vor dem Hintergrund, dass hier wirklich alles technisch gemacht worden ist, was möglich ist. Und wie gesagt, wenn ihr die Bilder euch vom Unterboden anschaut, da haben wir wirklich keine Kosten und Mühen gescheut. Und wenn ich schon da bei der Begrifflichkeit bin, wir haben tatsächlich runde 20.000 Euro in das Auto investiert, um ihn jetzt euch in dieser Form präsentieren zu können. Lasst euch diese Chance nicht entgehen, euch das Auto mal hier anzuschauen. Kommt nach Dortmund und macht vorher einen Termin mit mir. Und ich verspreche euch, wenn man sowas live sieht, wirkt das immer noch beeindruckender, als man das so auf dem Video oder auf den Fotos vermitteln kann. Wir machen noch mal einen kurzen Blick in den Kofferraum. Ganz einfach, um euch zu zeigen, hier ist also kein Teppich verbaut. Was den riesen Vorteil hat, dass man hier in jede Ecke reinschauen kann und man sieht, hier ist nicht irgendwo ein Ansatz von Rost. Insbesondere hier so in den hinteren Ecken. Und das Auto von unten sieht ganz genauso aus, wie es hier von oben aussieht. Völlig rostfrei, da gibt es keine Stelle, die Behandlungsbedarf hat, weil das ist alles gemacht. Die Dichtungen sind sauber und gut. Das passt alles. Platz ist da sowieso drin, das brauche ich euch nicht erzählen, das kennt ihr. Aber ich glaube, Platz ist bei einem GTO auch nicht unbedingt das Thema, sondern hier zählt die Optik, die Leidenschaft und vor allen Dingen die Power, die dahinter steckt. Und ich fahre ja regelmäßig mit den unterschiedlichsten Autos und habe diesen Hype um GTO gar nicht so richtig verstanden in der Vergangenheit. Wenn man sowas aber mal fährt, dann weiß man, warum das so ist. Das ist halt besonders, das ist kräftig. Es ist halt kein Sportwagen im klassischen modernen Sinne, wie ein 911er, den man auf der Rennstrecke bewegen kann. Das ist etwas, was zum Cruisen einlädt, aber auch die Möglichkeit bietet, mal wirklich
schnell zu beschleunigen, und da lässt man doch das eine andere moderne Auto auch locker mit stehen. Kurvenfahrten geht hier auch mit, aber halt nicht in dem sportlichen Sinne, wie man das heute von modernen Autos kennt. Traumhaftes Auto. Ich glaube, in Deutschland wird im Moment kein zweiter GTO angeboten, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ich bin mir ganz sicher, dass man so schnell kein Auto findet in diesem doch sehr vernünftigen Preissegment, was technisch so gut dasteht. Und nicht nur technisch, optisch, ihr seht es selbst, eine echte Augenweide. Ja, ich kann mich nur wiederholen, ruft mich gerne an, www.uskbuddies.de, das ist unsere Homepage-Adresse, da findet ihr nochmal Bilder von dem Auto, die ausführliche Beschreibung, was wir alles dort gemacht haben, an Erneuerungen, an Umbauten, wie auch immer. Alle weiteren Informationen zu den wirklich schönen anderen Autos, die wir haben, die sehr unterschiedlich sind und nicht alle gleichartig. Und dann freut es mich, wenn ihr mich einfach mal anruft. Wir machen einen Termin und dann guckt euch sowas mal an. Ich glaube, da werdet ihr Spaß haben. Ich habe da einen Riesenspaß dran und von daher wünsche ich euch bis dahin eine gute Zeit. Peter aus Dortmund, macht's gut, bis bald.